zurück im Frühstücksfernsehen. Er ist der große Herzensbrecher in der neuen Sat.1-Serie Mila. Florian Odendahl als sexy Fotograf Nick Schröder. Ob er sich nun schon alleine, weil er nun so gut aussieht, wirklich so gut mit Frauen auskennt, wie man meinen würde, das wollen wir heute Morgen herausfinden. Deswegen freuen wir uns sehr, dass du nun zufällig genau heute Morgen hier bei uns im Studio bist. Guten Morgen. Florian Odendahl. 41 Jahre jung. Ich habe ihn gerade gefragt, ob er um die 30 ist. Nein, er ist 41. Richtig. Und sag mir ganz kurz vorneweg, wie viele Herzen hast du im Leben schon gebrochen? Es waren viele, aber ich weiß nichts davon. Ah, sehr smarte Antwort. War also immer der sehr Mann schüchtern. Kann sehr gut antworten, deswegen kriegst du hier okay. Ein Ja, Nein. Überleg dir noch mal ganz kurz, schau dir an. Ja, ja, Nein. Wir haben nämlich knallharte Fragen, liebe Zuschauer. Wir nutzen die Situation, dass dieser Mann heute bei uns im Studio ist und wollen jetzt als Frauen wissen, was wollen denn Männer eben wirklich? Manchmal liegen wir ja da falsch. Haben auf der Straße gefragt, was wir so glauben. Ich glaube, die Männer stehen auf Frauen mit langen Haaren. So, Frauen, müssen Frauen lange Haare haben, dass du sie richtig scharf findest? Ist das so? Ja, immer lang? Was ist denn situationsabhängig. Ich glaube, die Farbe ist wichtiger. Die Farbe ist bei dir wichtig. Was ist wichtig, blond oder braun? Naja, ich war ja als kleiner Junge sehr auf blond fixiert. Noch bis, als kleiner Junge, sag ich mal, bis vor 5 Jahren. Okay, nee, ich habe herausgefunden, es lag an meiner Klasslehrerin. Erste Klasse, blond. Dann habe ich herausgefunden, es lag gar nicht an ihr. Es lag an einem Auto, das sie fuhr, einen Porsche 911. Damals schon in den 80ern. Und mittlerweile ist, glaube ich, die Haarfarbe egal. Ist das so? Hast du aber erst in den letzten 5 Jahren rausgekriegt. Ja, der Mann musste ja also 37 Jahre alt werden, um zu wissen, dass dunkelhaarige Frauen auch sehr attraktiv sein können. Unsere nächste Frage, bitte. Ich glaube, die Männer stehen auf große Lippen. Die Angelina Jolie-Lippen, wichtig? Kann man muss sich schon entscheiden bei dem Spiel. Ja, gut. Also funktioniert immer? Funktioniert immer. Männer sind eben einfach gestrickt. Bitte das nächste Klischee. Ich glaube, die Männer stehen auf Frauen, die lieb sind. Ja, das interessiert mich jetzt. Ich kenne nämlich in meinem Umfeld sehr viele, die sagen, im Grunde genommen ist alles unwichtig, Hauptsache, die ist einfach lieb. Ich sag mal, lieb ist ganz nett, aber bisschen frech, bisschen streng ist auch ganz spannend. Zumindest in der Anfangszeit, so zum Rantasten. So beim Kennenlernen. Beim Kennenlernen. Und die Königsklasse, um jemanden kennenzulernen, sind Stewardessen. Du kommst nicht, ich kenne keinen, der eine Liaison mit einer Stewardess hatte. Aber du hast es schon oft versucht, permanent, wenn du im Flieger sitzt? Ich pendle jede Woche von München nach Berlin, es funktioniert nicht. Also das Einzige, was funktioniert, ist ein Tomatensaft, bitte. Und das war's dann. Ist es jetzt diese Strenge und auch diese Tatsache, dass dieser Wagen zwischen euch steht? Oder ist es eben auch dieser Look, den die Stewardess anhat? Ach, der anhat? Look ist ganz ansprechend, finde ich ganz nett. Bisschen Brille noch, ist super. Klischee, oder? Es ist ein Klischee, aber Männer sind ja nun, also wir haben es ja nun schon fast rausgefunden, Männer sind Klischees. Wir gucken auch noch mal, ob dieses stimmt hier. Ich glaube, die Männer stehen auf Frauen im Sekretärinnen-Look. Die haben wir ja schon beantwortet, die Frage. Ja. Ist das so? Jeans, T-Shirt, coole Turnschuhe, nicht möglich? Ist es dann einfach überhaupt nicht ansprechend? Ja, geht auch. Aber ich sag mal so, ein bisschen was zurückhalten ist, ja, ist auch nett, streng, bisschen, also nicht ganz so, aber im Herzen vor allem bin ich noch viel strenger, als du meinst. Deswegen würden wir ja gar nicht zusammenkommen. Aber auch diese Frau möchte was von dir wissen. Ich glaube, die Männer stehen auf Frauen mit Intelligenz. Das ist jetzt die wirklich wichtige Frage. Ist es bei dir, und die Frage ist ganz ernst gemeint, ist es wichtig, dass die Frau auch intelligent ist? Ja, auf die lange Sicht dann wäre es ganz angenehm, wenn man sich über ein paar Themen ganz nett unterhalten kann. Von daher sage ich eindeutig ja. Auf lange Sicht heißt, in welchem Zeitabschnitt ist es egal? Am ersten Tag, im ersten Monat oder in den ersten 2, 3 Jahren? Naja gut, sagen wir mal, ab dem 2. Monat wäre es dann ganz schön. Für eine Woche zumindest. Und dann, naja. Es ist sehr desillusionierend. Es ist manchmal im Leben sehr desillusionierend. Aber wir haben was anderes Schönes über dich rausgefunden, Florian. Und haben bei YouTube dieses Filmchen gefunden. Und du musst aufklären, was es damit auf sich hat. Okay. Am Montag machen wir Texas, am Dienstag haben wir frei. Am Mittwoch durch Ägypten, verreckte Fahrerei. Ich bin ein Lederhosen-Cowboy. Der Florian Odendahl macht nämlich auch Musik. Ist das die Musik, die du auch auf deiner CD hast, die du jetzt rausgebracht hast? Ja, richtig. Hier, ich zeig sie mal ganz dezent. Isar-Mafia. Ja, wir haben, das ist natürlich eine Spaßversion eines unserer Lieder. War eine Schnapsidee, dann dieses Video zu drehen. Ist ganz witzig geworden. Ich habe ein paar Freunde engagieren können, das Ding zu drehen vor und hinter der Kamera. Und ja, macht Laune, macht Freude. Bisschen Rock'n'Roll, Country mit bayerischen Texten.
Geschichten. Man muss in Berlin ein bisschen sich reinhören, muss ich gestehen. Aber es ist erstaunlich und auch wieder super witzig, dass du so eine Musik machst. Also der Mann hat viele Seiten. Einige haben wir heute kennengelernt. Florian Odendahl, heute Abend um 19 Uhr wieder in Mila, der Herzensbrecher. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Und schön, dass auch Hendrike Kopp bei uns ist. Guten Morgen. Guten Morgen. Unsere Society-Expertin jetzt mit Promis, die es nicht in die Sendung geschafft haben. Und Florian, da kommt gleich mal eine Frage an dich nochmal rüber. Marlene, wissen wir schon, die findet super. Hier, Jana Palaske, erst die Fakten und Tendenzen, Hendrike. Die hat ein ganz neues Beziehungsmodell. Offene Beziehung, Zitat von ihr, ich habe mehrere Männer. Mehrere? Ja. Wie viele denn? Mehrere. Ja, mehrere. Also sie will sich da auch nicht festlegen. Dachte, es sind so wahrscheinlich drei? Einige. Vielleicht auch vier oder gleichzeitig. Fünf. Ja, gleichzeitig. Und die wissen aber alle voneinander. Also mit denen ist sie also zusammen, sie sagt, richtig so. Ja, sie ist mit allen zusammen auf verschiedene Art und Weisen. Alle Männer wissen voneinander und sie ist auch immer ehrlich. Und so ein Konzept funktioniert auch nur, wenn man eben auch Ehrlichkeit pflegt und ganz transparent seinen Terminkalender pflegt, sagen wir mal so. Als Schauspielerin und deutscher Kinostar ist ja klar, ne, Florian, kennst du ja auch, ne, Schauspieler, die sind am Set und so, also die wochenlang zusammen, ne, verlieben sich ja immer alle ineinander, oder? Ja. Passiert mir wöchentlich. Aber wäre das, du als Mann würdest du auch sagen, klar, also wenn da noch drei andere sind, da füge ich mich, da ordne ich mich ein, da bin ich halt einer von vielen, wäre das was super für dich? Modell. Hat jeder nur ein Viertel Stress, super. Ja, aber das ist doch komisch. Aber das Komische ist doch, wenn eine Frau sagt, ich habe eine offene Beziehung, ich habe mehrere Männer, dann ist es, dann munkelt man so, ist ja irgendwie komisch. Aber wenn ein Mann sagt, ich habe mehrere Frauen. Dann ist das selbstverständlich, sagen manche. Oder? Naja, sagst du jetzt. Wie schockiert du gleich bist. Ja, ich bin total schockiert.